dem Stück war es mir wichtig, eine Frau als Regisseurin zu haben, um einen Humor und einen Blick auf Pornografie zu entwickeln, der eben ein weiblicher Humor ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du größtmöglich du und entspannt bist. Kein Stress, irgendwas spielen zu müssen und eine Rolle, weißt du? Also, du darfst wirklich nur Sachen machen, die irgendwie, also wo du wirklich 100% drauf bist. Spaß machen, ja. Der ging etwa so, wenn das Glied des Mannes seinen Weg zur Scheide der Frau nicht findet, so nehme er einen Kissen zur Hilfe. Weltweit werden mit der Pornoindustrie etwa 90 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das ist mehr als in der gleichen Zeit mit Google, Apple, eBay, Yahoo, Earthlink und Netflix gemeinsam umgesetzt wird. Und immer bespielt sie eigentlich professionell diese Off-Spaces und dieser Space, also dieser Raum eigentlich, in dem wir heute hier sind, im ersten Bezirk, ist eigentlich so off, dass eigentlich schon fast exklusiv ist und erinnert an die Tage, wo es noch Theater in Wohnungen gab oder wo irgendwie das Theater nicht über den Umweg vom wirklichen Theater, sondern es kommt direkt zu den Leuten. Und ich glaube, das ist also das, was ich daran bewundere oder das, was mich anmacht, wenn ich so sagen darf. Ich mag Fanny Brunner, weil sie eine äußerst intelligente und humorvolle Regisseurin ist und mir als Schauspielerin genug Freiraum gibt, um eigene Dinge zu erfinden. Also ich habe nicht das Gefühl, ich bin hier bei Malen nach Zahlen und der Regisseur sagt, komm mal von links, dreh dich 45 Grad und dann sag deinen Satz. Sondern ich habe ganz viel Raum auszuprobieren, was auch immer in meinem kreativen Kopf vorgeht. Und zwischen mir und Fanny funktioniert das wie so ein Reißverschluss. Also wir verzahnen uns unglaublich gut. Sie kann mich lesen, ich vertraue ihr zu 100% und wir haben neben dem, dass wir arbeiten, auch immer eine sehr gute Lebenszeit. So. Wir haben das ganz schön schnell gearbeitet. Also ich hatte Fanny gefragt, ob sie Lust hat, das zu machen. Sie hat ja gesagt und hatte irgendwie erstmal nur eine Woche Zeit. Und dann bin ich nach Wien geflogen. Wir haben 7 Tage gearbeitet. Davon haben wir 3 Tage nur Textarbeit gemacht. Und dann sind wir uns in Luxemburg wieder begegnet, 3 Tage vor der Premiere, und haben da nochmal 3 Tage gearbeitet an dem Ding. Und nach 10 Tagen Proben ist es im Grunde genommen uraufgeführt worden. Es war schon ein bisschen mit der heißen Nadel gesteppt, aber das hat auch einen Charme. Also es ist jetzt immer noch, es schwebt, es ist so ein schwebendes Konstrukt, wo ich manchmal akut auf die Dinge eingehen kann, die gerade passieren. Oder also ich bin nicht festgenagelt auf, der Text muss so und so kommen und immer an der Stelle passiert das und das. Obwohl das natürlich ein Anspruch ist, die Dinge wiederholbar zu machen, um es dann auch an anderen Häusern und öfter zu zeigen. Und es ist auch relativ festgesteppt, also der Text steht. Aber wenn dann was passiert, was unvorhergesehen ist, dann kann man darauf tanzen, so wie auf einem Teppich. Irgendwie. Das ist ganz schön. Wir haben uns im Jenseits kennengelernt. Nein, das stimmt gar nicht. Im Westend. Westend? Aber auch schön. Wir haben Westend. Mit Daniel, der ich dann dazu bekommen. Also wir haben einen gemeinsamen Freund, den Daniel Ahlenmeier, ein Bühnenbildner, ein Ex-Bühnenbildner, würde ich mal sagen, und Fotograf.
also das Stadttheater hat schon einiges auch für sich. Also wenn jemand sagt, komm, nimm diesen Shakespeare-Text und mach was draus, also das ist nicht so einfach mit einem also ich möchte nicht gegen ein Stadttheater sprechen, also vor allem nicht, also was es mir auch gebracht hat, ja. Nur ich sehe meine Zukunft da nicht wirklich. Also vielleicht in ein paar Jahren mit größerer Freiheit wieder, also die man mir also eingesteht oder zugesteht. Aber jetzt, also es ist toll, wenn man Stücke also so machen muss. Also fürs Handwerk ist das toll. Weil man natürlich wahnsinnig viel lernt über theatrale Mechanismen, über Arbeit mit Schauspielern, über Arbeit an einem Haus. Ich meine, da arbeiten ja mehrere hundert Menschen, da gibt es Werkstätten, da gibt es Schuhmacher und Schneider und Maskenbildner und Tontechniker und Bühnenbildner. Das hat man natürlich alles in der freien Szene nicht. Und damit umzugehen und sozusagen als fremde Autorität, die da an ein Haus kommt, also so einen Arbeitsprozess zu steuern, das ist schon eine große Herausforderung. Das ist also das ist auch toll, dass ich das lernen konnte. Und da eben nach dieser Herbergarbeit hat mich dieses Stadttheater halt wieder so zurückgesaugt. Also da habe ich dann etliche Produktionen eben am Stadttheater gemacht. Hast du dich vom Stadttheater erholen müssen? Ne? Habe ich mich erholen müssen von diesen unsäglichen Zuständen in der freien Wildbahn. Oder umgekehrt, weil eigentlich war ich dann, also ich hatte dann auch wirklich einige sehr erfolgreiche Arbeiten gemacht am Stadttheater. Mhm. Und dann war so eine große Krisenproduktion. Also, und da, ja, da war ich wirklich ziemlich fertig. Also das war eine riesige Produktion. Und da sind so die Energien ab einem gewissen Probenstadium so gekippt. Und das ist auch wirklich, da gibt es dann Prozesse, die kann man nicht mehr stoppen, nicht mehr. So, und das war dann ein ziemlich. Also es kam raus, die Produktion, und war auch von der Presse geschätzt. Und also nach außen ist da nicht viel durchgedrungen, aber nach innen, also das war wirklich eine meiner schlimmeren Erfahrungen. Und ich glaube, da war ich schon recht im Eck, und da habe ich dich dann angerufen wieder. Wieso? Ja, ich glaube schon. Oh ja, wir sind im Wild gesessen am Naschmarkt. Dann arbeite ich seit 2 Jahren mit dem Hans-Jürgen Hauptmann zusammen. Der kommt gar nicht vom Theater, sondern eher aus der bildenden Kunst und, sagen wir mal, Philosophie, ist wahnsinnig gescheit. Und mit dem hacke ich eigentlich die aktuellen Projekte aus. Ja, reibt mich an seinem Denken, und der fordert mich heraus und macht mich einfach besser. Naja, also ich glaube, die Fanny Brunner ist in erster Linie ein Mensch, der sehr genau und sehr sensibel beobachtet und sehr behutsam analysiert, wie gewisse gesellschaftliche Zustände sich verhalten und verändern, und mit diesem behutsamen Blick versucht sie, ihre Theatersituationen so zu bauen, dass sowas sichtbar bleibt. Sie ist keine Theatermacherin, die marktschreierisch und effekthascherisch auf die Pauke haut, sondern sie geht eher in die sensible Analyse. Thank you.
10 Euro jetzt mit. Es war alles zu meiner Familie. Das ist das Auto. Kennst du das? Ja, das ist ein historischer Auto. Das kann nicht schaden. Aber auch wenn er von aus Moskau ist? Ja. Können wir das brauchen? Kannst du das mal, Herr Dramaturg? Warte mal, zuerst das Lustvolle, dann das Trockene. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg nach Grammert-Neusiedl, weil wir dort nächstes Jahr ein sehr spannendes Projekt machen werden. Am 1. Juli 2011 wird ein neues Stück von uns Uraufführung haben, und zwar im Mariental. Das ist ein Ortsteil von Grammert-Neusiedl. Und das wird im Rahmen des Viertelfestivals stattfinden, das jährlich von Niederösterreich veranstaltet wird. Es gibt eine sehr, sehr berühmte sozialwissenschaftliche Studie aus dem Ende der 1920er Jahre von einer Wiener Sozialwissenschaftlerin Marie Jahoda, die sich mit einem Phänomen beschäftigt haben. Da war eine große Textilfabrik. Und im Grunde die ganzen Bewohner des Dorfes haben in dieser Fabrik gearbeitet, und mit einem Schlag wurden alle arbeitslos. Weil die Fabrik geschlossen hat. Und die Studie untersucht, was passiert dann? Also was passiert mit den Menschen, was passiert mit dem Zeitempfinden? Und gibt es Revolution oder Resignation? Damit beschäftigt sich die Studie, und die ist also wirklich ein Meilenstein der Sozialwissenschaft. Wenn man sozusagen subversiv arbeiten will, dann muss man, so absurd das halt ist, auch die Provokation unterbrechen, indem man nicht provoziert, wenn es notwendig ist. Und das löst dann aber oft Provokationen aus, aber eben wird nicht so verstanden. Also sozusagen dieses Modell hat sich eigentlich schon umgekehrt. Das heißt, das Laute, das Exzessive, das Provokante ist zum Mainstream geworden. Mhm. Und der Glaube, dass man damit progressive Arbeit leistet, kritische Arbeit leistet, auf die Gegenwart sozusagen einen konstruktiven Blick wirft, das ist einfach ein romantischer Kitsch. Ein wirkliches Ziel ist, möglichst viele Leute mit den Sachen, die wir machen, zu erreichen. Das ist ein ideelles Ziel, und ein pragmatisches Ziel ist, von den Sachen auch einfach leben zu können. Ne? Ja, das stimmt. Also das stimmt. Eines dieser wunderbaren Gedichte von Ernst Herbig lautet: Die Vergangenheit ist klar vorbei. Vorüber diese Zeit der Ewigkeit. Ab jetzt bist du wieder ein Osterei. Mehr fällt uns jetzt nicht.